Hinter den Mauern gibt es einen nicht alltäglichen Alltag. Hier arbeiten Bedienstete des Justizvollzugs. Es gibt kaum ein Berufsbild, über das so viele falsche Meinungen existieren. Vorurteile, die durch Gerüchte entstehen, die verbreitet werden aufgrund mangelnder Kenntnisse und nicht zuletzt auch von der Presse oftmals unkritisch übernommen werden. Der heutige Justizvollzugsbeamte ist kein Gefängniswärter, als der er von den Medien oft bezeichnet wird. Sein Tätigkeitsfeld ist vielseitig und verantwortungsvoll. Für den Vollzug von Jugendstrafen stehen in Bayern 3 spezielle Strafanstalten zur Verfügung. In Laufen-Lebenau, Neuburg-Herrenwörth und Ebrach. Etwa 1000 Gefangene befinden sich im Alter von 14 bis 21 Jahren und manchmal auch darüber im Jugendstrafvollzug. Hier im oberbayerischen Neuburg-Herrenwörth gibt es im Unterkunftsbereich einen kleinen gemütlichen Vorhof. Um den sozialpädagogischen Zielsetzungen des Vollzugs möglichst nahe zu kommen, sind die Insassen des Hauses in kleine Wohngruppen aufgegliedert. Weniger als die Hälfte der Jugendstrafgefangenen haben eine abgeschlossene Schulbildung und weniger als ein Drittel eine abgeschlossene Berufsausbildung. Über 2/3 der jungen Gefangenen waren vor der Inhaftierung beschäftigungslos. Deshalb wird auf die Aus- und Weiterbildung der jungen Gefangenen und ihre Hinführung zur Arbeit besonderer Wert gelegt. In den Betrieben und Lehrwerkstätten sind grundsätzlich nur Mitarbeiter eingestellt, die die Meisterprüfung in einem Handwerk mit Ausbildungsbefugnis haben. So, dann haben wir im rechten Bereich auch was? Was ist das Bauteil? Der Luftfilter, richtig? Die durchschnittliche Haftdauer im Jugendstrafvollzug beträgt in Bayern 9 Monate. Im bayerischen Jugendstrafvollzug sind rund 500 hauptamtliche Bedienstete tätig, davon 11 Psychologen, 12 Lehrer und 21 Sozialarbeiter. Zum Jugendvollzug gehört auch der Sport. Die Justizvollzugsanstalt, genannt JVA Niederschönenfeld, ist 40 Kilometer nördlich von Augsburg entfernt. Sie war die erste Jugendstrafanstalt Deutschlands. Schon vor über 130 Jahren hat man nämlich in Bayern erkannt, dass Jugendliche von erwachsenen Straftätern getrennt werden sollten. Heute ist Niederschönenfeld eine Sonderanstalt für junge Erwachsene Verurteilte bis zum 26. Lebensjahr, die für eine Jugendanstalt nicht mehr geeignet sind. Dann haben wir 2 Zivilbeschäftigte. Im bayerischen Strafvollzug können Häftlinge eine Reihe von Berufen erlernen und Kurse besuchen. In den größeren Anstalten sind Lehrwerkstätten vorhanden wie Schlosserei, Schreinerei, Elektrobetriebe, Baubetriebe, Kfz-Werkstätten, Maler und Lackierer, Druckereien, Schneidereien. Dazu gibt es noch Eigenbetriebe wie Bäckerei, Wäscherei, Gärtnerei, Metzgerei, Küche, Gebäudereiniger und Friseure. Viele Häftlinge gehen in Betrieben regelmäßig einer Arbeit nach und gewöhnen sich damit an einen normalen Tagesablauf.
besonders geschultes Vollzugspersonal und das hervorragende Bildungs- und Ausbildungsangebot ermöglichen es, den individuellen Bedürfnissen der jungen Gefangenen in verstärktem Maß Rechnung zu tragen. Oft sind gerade das Lernen, der Erfolg in der Prüfung und die erworbene fachliche Kompetenz die entscheidenden Erfahrungen, die einen jungen Erwachsenen künftig davon abhalten, wieder Straftaten zu begehen. Position PB. It's about burden and work. Das hier ist sauber. Im Vollzug gibt es Behandlungsangebote in psychotherapeutischen, pädagogischen und arbeitstherapeutischen Vorgehensweisen. Ambulante Einrichtungen sind Einrichtungen, die einmal in der Woche für eine Stunde. Besonderer Wert wird auf die Zusammenarbeit mit Beratungseinrichtungen außerhalb des Vollzugs gelegt. So wie hier zur Behandlung drogenabhängiger Gefangener. Denn ca. 20% aller Strafgefangenen sind nach dem Betäubungsmittelgesetz verurteilt. 50 Kilometer nördlich von Augsburg befindet sich die Justizvollzugsanstalt Kaisheim. Sie ist zuständig für Verurteilte mit Hafterfahrung, sogenannte Vorbestrafte und für solche mit längeren Strafen. Fast 700 Häftlinge befinden sich hier. Diese JVA ist aber eigentlich nur für 620 Gefangene ausgelegt. Mit ca. 13.000 Gefangenen in Bayern sind die Justizvollzugsanstalten überbelegt. Der Ausländeranteil beträgt gegenwärtig 30%. Die Insassen kommen aus über 100 verschiedenen Staaten. Durch den zahlenmäßigen Anstieg von Gefangenen mit Migrationshintergrund ist der Justizvollzug zunehmend befasst mit gefährlichen, jederzeit gewaltbereiten, behandlungsunwilligen und der organisierten Kriminalität zugehörenden Gefangenen. Besondere Probleme ergeben sich mit den sogenannten Russlanddeutschen, das heißt Gefangene, die als Spätaussiedler kamen. Hier im niederbayerischen Straubing sitzen die sogenannten schweren Jungs, Verurteilte mit sehr langen Strafen, lebenslangen Freiheitsstrafen und Sicherungsverwahrte werden in der Regel hier untergebracht. Gerade bei der Gruppe der hochgefährlichen und rückfallgefährdeten Straftäter steht der Staat in der Pflicht, durch besonders intensive Bemühungen der drohenden Gefahr erneuter Straftaten durch diese Täter entgegenzuwirken. Alle Täter einfach lebenslang wegzusperren, ist keine Lösung und rechtlich nicht möglich. Deshalb steckt hinter dem Begriff Sozialtherapie ein ganz wesentlicher Beitrag dazu, den Schutz der Gesellschaft vor hochgefährlichen Straftätern zu verbessern. In dieser Ausbildungsstätte werden Gefangene zu qualifizierten Fachkräften ausgebildet. Wer in diesem Unternehmerbetrieb arbeitet, braucht sich nach der Entlassung keine Arbeitsplatzsorgen zu machen. Diese Gefangenen werden sofort bei der Firma aufgenommen. Der Sport. Er ist als Freizeitgestaltung auch bei den Erwachsenen sehr beliebt. Dieses Gebäude innerhalb der Anstalt in Straubing ist bekannt unter Haus 3. Darin befindet sich eine Sozialtherapie als eine besondere behandlungsorientierte Form des Vollzugs von Freiheitsstrafen. Sozialtherapeutische Einrichtungen gibt es unter anderem für gefährliche Gewalttäter und Sexualstraftäter. Aichach, 25 Kilometer nordöstlich von Augsburg gelegen, ist die Anstalt mit den meisten weiblichen Gefangenen in Deutschland. Inhaftierte wie die frühere RAF-Terroristin Brigitte Mohnhaupt, Vera Brühne oder Schauspielerin Ingrid van Bergen verbrachten einen Großteil ihrer Strafen in Aichach. Für die ca. 500 weiblichen Gefangenen gibt es auch qualifizierte Ausbildungsplätze. Für sogenannte Kurzstrafige
sind die weiblichen Gefangenen in der Regel mit leicht zu lernenden Arbeiten beschäftigt, so zum Beispiel mit Montage, Steck- oder leichten Montierarbeiten. Die Justizvollzugsanstalt ist bestrebt, positive Sozialkontakte der weiblichen Gefangenen besonders zu fördern, um die Aufrechterhaltung ihrer familiären Bindungen zu unterstützen. Eine besondere Situation gibt es für Schwangere oder für junge Mütter. Hier in Aichach besteht eine Mutter-Kind-Einrichtung. Mit zu den tragischsten Begleiterscheinungen der Inhaftierung einer Frau gehört es, wenn sie dadurch von ihrem Kleinkind getrennt werden muss. In der Mutter-Kind-Abteilung können die Kinder bis zum Alter von 4 Jahren bei ihren inhaftierten Müttern untergebracht werden. Zurück nach Straubing. An der hier angesiedelten Bayerischen Justizvollzugsschule werden alle Beamtinnen und Beamte aus- und weitergebildet. Auch waffenlose Selbstverteidigung sowie Waffen- und Schießausbildung können hier erlernt werden. Die Sicherheit hat einen hohen Stellenwert. Nicht nur Mauern, Stacheldraht und Gitter dienen zur Sicherheit, auch das ständige Kontrollieren der Hafträume. Um dem Versuch, Rauschgift einzuschmuggeln, wirksam zu begegnen, wurden Rauschgiftspürhunde angeschafft. Ehrenamtliche Mitarbeiter wirken bei der Betreuung von Gefangenen mit, so wie hier die Zeichentrickfilmgruppe in Niederschönenfeld. Die durchschnittlichen Haftkosten für einen Gefangenen pro Tag betragen ca. 70 Euro. Es handelt sich ja um eine Tätigkeit an 7 Tagen in der Woche im Schichtdienst, im Nachtdienst, im Wochenenddienst. Dass unsere Bediensteten trotz dieser Erschwernisse die vielen Gefangenen, die Überbelegung, die schwierigen Gefangenen, die Gewaltbereitschaft bei den Gefangenen, die Drogenproblematik und vieles mehr, dass unsere Bediensteten trotz dieser hohen Belastungen tagtäglich und ihre Aufgaben erfüllen, verdient höchste Anerkennung. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Jeder an seinem Platz leistet einen wesentlichen Beitrag für die Aufrechterhaltung der Sicherheit in unserem Lande.